So, herzlich willkommen zurück, meine Krieger und Kriegerinnen, zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Das letzte Mal habe ich ja doch ein bisschen Frust geschoben am Ende. Wir sind jetzt wieder hier und wir legen los. Wir legen los. Erneut der Kampf gegen die Drachen. Ich versuche diesmal noch heftiger zu fokussen. Die Position ist gerade perfekt. Ich bin besser ausgerüstet. Flüssiger Elan, mehr Lazarussteine. Das muss jetzt klappen. Im besten Fall auch nicht nach 2 Stunden, sondern schneller. Funny. Sehr, sehr funny, liebes Game. Ist das ein fucking Scherz? Ist das ein fucking Joke? Als wir das letzte Mal gespeichert haben, waren sie da. Zu 100% waren sie da. Ich werde jetzt ganz vorsichtig. Ich werde jetzt ganz vorsichtig, wie ich mit mir spiele. Okay? Ich werde ganz, ganz vorsichtig. Boah, das ist immer so heftig. Du gehst so richtig, ich hatte ein gutes Gefühl. Ich hatte ein gutes Gefühl, dachte so, geil. Ich habe jetzt Bock. Und jetzt beginnt die Aufnahme so. Leute! Ja, die sind jetzt halt genau zur falschen Zeit am falschen Ort aufgetaucht, gell? Weil ich jetzt gerade halt Bock habe, meinen Frust an jemanden auszulassen. Und da sind mir die jetzt halt gerade recht gekommen. Warum sind wir so schwer? Oh, spannend, okay. Ja, gut, wir haben auch viel Ausrüstung dabei. I shall restore your health. Spannend, schlichtweg, ihr habt mir ja mal bei den anderen Drachen den Tipp gegeben, hey Odin, mach doch mal den Verstummen-Zauber bei denen, damit die nicht zaubern können. Ihr wisst schon, bei den stärkeren Lindwürmern. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, ob der Schlaf bei den anderen auch zieht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Diese Juwelen können, also ich meine, die sind geil, aber sind die so mächtig? Okay, ich warte noch schnell ab, bis meine Ausdauer voll ist und dann geht's wieder rein. Hoffen wir, dass sie jetzt da sind. Das kann ja eigentlich nicht sein. Sonst muss ich mich da nochmal durchstürzen. Allerdings sind die Monster auch gerade gespawnt. Heftig. Heftig, Freunde. Das ist nicht geil. Wir hatten eigentlich perfekt gespeichert. Gut, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Ich glaube, nach links unten mussten wir uns fallen lassen. Nach dem länglichen Pfad von dem großen Drachen, den wir mal eben so nebenbei weggeputzt haben. Irgendwo hier war es. Ja, da wäre es gewesen. Ziemlich genau schräg unten.
Ja, nicht der. Nicht der, Freunde. Na, jetzt lass dich doch fallen. Ich schaue bloß auf die Uhr. Ich habe heute schon wieder 2 Stunden Zeit. Das ist nicht das Game, sondern eher, wie viel Zeit verdaddeln wir, bis wir da endlich hinkommen zu dem Kampf? Das muss doch jetzt klappen. Das gibt's doch jetzt nicht. Als ich das letzte Mal gespeichert habe, waren die beiden Scheißdinger da. Und jetzt sind sie weg. Das ergibt doch keinen Sinn. Scheißdreck. Ja, ich kann mich hier ein bisschen umschauen, ein bisschen Zeit totschlagen, klar. Juwel der Gesundheit, okay, cool, damit kann man heilen, ist auch nicht schlecht. Aber das ist doch jetzt unnötig. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Cool. Ein herzoglicher Waffenrock, der hat mir, den habe ich gesucht. Den habe ich jetzt schon seit längerer Zeit gesucht, den herzoglichen Waffenrock. Ist genau das, was ich gerade brauche. Die verlangen jetzt aber nicht im Ernst von mir, dass ich nochmal hochgehe, schlaf und dann nochmal runterkomme, oder? Es war so perfekt vorbereitet. Es war alles so perfekt vorbereitet. Die Truhe da hinten ist zu. Ja! Geh weg. Kann man machen. Just being at your side fills this pawn with vigor, isn't it? Danke. Die kann doch sicher jemand gebrauchen von euch. Das muss jetzt klappen. Ich wollte gerade sagen, der Auftrag ist schon noch da, oder? Also wenn wir ihn gelöst hätten, hätte ich kein Problem damit gehabt. Wenn wir ihn gelöst hätten, hätte ich gesagt, okay, die Arbeit brauche ich mir nicht mehr machen. Das gibt's nicht, die sind weg. Ein fucking Joke. Ein fucking Joke. Ohne Scheiß. Oh, ich glitzer heute wieder, Freunde. Ich habe ein grünes T-Shirt an. Ist natürlich perfekt mit einem grünen Greenscreen im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht allzu störend, aber es sieht eigentlich ganz witzig aus. Ja. Take a look at that, friend. Here we are, coward. Have your pick. What will it be? Understood. Ich nehme die Juwelen jetzt einfach mal mit. Ja, Cicero vom Ende aller Dinge. Alle. Wenn das jetzt nochmal nicht klappt, ich werde so sauer. Ich werde so krass sauer. Das ist so unnötig. Das sind jetzt 10 Minuten. Völlig umsonst.
stand at the threshold to truth and all beyond it. Nein, ich hab's verpasst. Oh, es ist aber auch so ein kleiner Spalt. Moin. Komm schon, Game. Jetzt mach keinen Scheiß, mach keinen Unsinn. Wahrscheinlich lässt jetzt nochmal die Chimären auf uns los. Ich seh's schon kommen. Was soll das? For real, was soll das? Das ist doch ein Witz, oder? Theoretisch hat uns gerade erst nur einer gesehen. Nicht in der Range gewesen. Der zweite ist noch nicht dabei. Der zweite ist noch nicht dabei. Wie gesagt, ich glaube, dass einer allein nicht so schwierig ist. Die Kombination aus beiden ist einfach tödlich. Aber ihr seht, zwei Lebensbalken weg. Ein Horn hat er verloren, was auch immer das bedeutet. Oh shit, okay. Ich kann mich nicht bewegen. Auf geht's, Cicero. Hey, du musst halt irgendwann deinen Zauber auch mal durchführen. Warte mal kurz. Ich weiß nicht genau, was gerade abgeht. Aber ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen pissy. Was ist jetzt passiert? Stopp, 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 was ist hier passiert? Ach, das ist der zweite. Ich dachte gerade, der andere hätte sich geheilt. Was für ein scheiß Funpart. Oder ein Funpark? Ich weiß nicht, was du meinst. Mm-mm. Ihr seht, ich gehe mega aggressiv vor. Ich bin allein. Ich glaube, ich habe sein Drachenhorn nicht mitgenommen. Aber ich glaube auch, dass mir das irgendwie egal ist. So. Cicero, schön am Rand bleiben, schön am Rand bleiben.
Oh boy. And your ears are cured. It's a gaff. Please, help me! Kommt gleich, Hilfe kommt gleich. Oh nö. I cannot take much more. No need to. I can still fight. Have we even hurt the beast? Ja, ja, doch schon. Eher schon als nicht. Nein, das Spiel hat sich aufgehängt. Das ist ein Scheißwitz, weil das Mikrokabel raus ist. Oh. Boah, es kommt alles zusammen, Alter. Es kommt alles zusammen, Freunde. Wir sollen es einfach nicht schaffen. Okay. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kirin, zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Es ist dieses legendäre Phänomen dieses Spiels, das wirklich nur hier auftritt. Es ist ein absurdes Phänomen. Und zwar, ich hatte es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich mein Mikrokabel... Also wenn ich da dran komme und mein Mikro verliert den Kontakt zum PC, das würde ja eigentlich nur bedeuten, hey, das Mikro funktioniert nicht mehr. Aber bei dem Spiel ist es, und ich kann es euch nicht erklären, warum. Aus irgendeinem Grund hängt sich das Spiel auf und ist nicht mehr bedienbar. In den meisten Fällen muss ich komplett den Computer neu beenden. Ich schaue jetzt gerade die ganze Zeit rüber, weil ich so skeptisch bin, ob überhaupt noch alles funktioniert. Es passiert nur da... Ja, und jetzt tauchen die Drachen wieder nicht auf. Es ist, Leute, es ist verhext. Und zwar auf die mit Abstand negativste Art, wie sowas verhext sein. Jetzt waren die letzten vier Folgen schon so belastend, jetzt geht das so weiter. Mir nimmt das gerade, wisst ihr, wir sind so kurz vorm Ende. Ich hatte eh schon keinen Bock auf die Quest. Und jetzt durch diesen Scheißdreck. Durch diesen penetranten Mega-Scheißdreck verlieren wir hier noch mehr Zeit. Es ist bei keinem anderen Spiel so. Wenn das Mikrokabel rausgeht, was passiert dann richtig? Man hört mich nicht mehr. Das ist die Folge daraus. Die logische. Dragon's Dogma ist da anders. Dragon's Dogma sagt sich, ja nee, Digga, wenn dein Mikrokabel raus ist, dann würde ich sagen, shutten wir am besten das ganze Game down. Und was ist jetzt mit diesen verbuggten Drachen auf sich hat, die hin und wieder kommen? Und ich meine, wir hatten den einen zur Hälfte down. Zur Hälfte. Es war perfekt. Der perfekte Start in so einen Kampf. Richtig schön aggressiv reingegangen. Dann kam der zweite, dann wurde es wieder schwieriger. Jetzt haben wir es dann bald geschafft. Ich meine, der erste Teil war jetzt ungefähr 16 Minuten lang. Das heißt jetzt nochmal 15. Wir haben es dann jetzt geschafft, die erste Folge nur den Drachen zu suchen. So macht Aufnehmen Spaß. Gott, echt. Ich kann das Spiel auch irgendwann nicht mehr sehen. Solche Sachen nehmen einem einfach den Spaß an so einem Spiel. Sag ich euch, wie es ist. Solche Sachen nehmen euch den Spaß dran. Ich habe kein Problem mit großen Herausforderungen. Ich habe da null Probleme damit. Ich finde es eigentlich geil, wenn du am Ende so eines Gegners so happy bist, dass du ihn besiegt hast, weil die so stark sind. Ja, und jetzt kommen die auch nochmal. Oh, wow. Ja, Freunde, was soll ich machen? There, Master. Hellhound. Undead, grand wizard. Be careful. I'll get the weakness out of the way. Was soll ich machen? Slay the healer first. Help me. You shall not cast.
Das ist super scheiße jetzt. Weil wir brauchen natürlich die ganzen Gegenstände, die wir hier bei uns tragen. Die waren nicht dafür gedacht, sie jetzt... Was ist jetzt passiert? Die waren nicht dafür gedacht, sie im Kampf gegen die zu verwenden. Stark. Ich glaube, wir haben den Dude auch besiegt. Ich glaube, allzu viel dürfte nicht mehr fehlen. Strike with all you have. Slay the goat, and it heals the body. I need this one. Slay the healer first. Do not let it put you to sleep. I'll heal your wounds. Ja, wir müssen die Ziege zuerst weghauen. Ich bin mal so frei und nehme mir, was ist das? Aschekristall, ein Kristall aus dem Kadaver eines Höllenhunds. Okay, manchmal bin ich auch einfach überrascht. Die wiegen wahrscheinlich viel, oder? Ja. Leute, das ist Kacke. Ich kann halt so viel Stuff literally nicht tragen. Das war nicht so stark. Jetzt. Na, ah, das ist der Löwe. Boah, schön. Hat er gut gemacht. Oh. Ah, irgendwie macht mir der Kampf jetzt aber gerade auch Spaß. Oh, du Drecksvieh, ohne Witz. Lass mich gefälligst in Ruhe. Ja, komm, jetzt gib dem... Geben wir dem Löwen noch den Rest. Hier müssen wir es wie eine Hyäne machen. Massaker. Gut. Damit haben wir jetzt halt dann einfach nochmal ein paar Lazarussteine mehr. Schön. Wir sind gnadenlos überladen. Ja, müssen wir jetzt so machen. Dann in den nächsten Raum. Ey, Leute, wir haben die erste Folge einfach jetzt. Und aufgestiegen sind wir auch nicht. Haben wir einen Heal für alle dabei? Hätten wir. Den brauchen wir spätestens, wenn wir gegen die Drachen kämpfen oder gekämpft haben.
ich hatte kurz, als ich bemerkt habe, dass das Spiel abstürzt, hatte ich kurz überlegt, ob ich die Viertelstunde löschen soll. Das Problem ist ja, bei Dragon's Dogma, ich kann nicht zurückspeichern. Also ich kann nicht laden und sagen, hey, ist nie passiert, wisst ihr? Das geht da nicht. Und dann dachte ich mir, nee, ich will irgendwie auch, wir erleben die ganze Leidensgeschichte zusammen. Wir erleben die gemeinsam, komplett. Kommt hier rein, meine Lieben, kommt hier rein. What else would you expect with my help? Gargoyle! Pull it down first! Their pain can come and be stolen. That's all. Barely worth the effort. Hier drin hat keiner von euch Macht. Best we brought cures for various ailments. They may save our lives. Sonst noch? Sonst noch jemand? Der meine endlose Wut und Macht anzweifelt? Nein? Besser ist es. So. Lass uns nochmal einen Schritt weiter gehen, dann würde ich hier draußen gleich meine Ding ziehen. Oh krass. Okay, wir one-hitten die einfach. Okay, Ausdauer ist voll. Speichern. Viermal unseren Zauber sprechen, unseren Buff. Reingehen, falls die Drachen da sind, den gesegneten Weihrauch ziehen und los geht's. Ja, wobei eigentlich ist nur Cicero geschwächt. Dann können wir noch 5 Minuten kämpfen, bevor die erste Folge schon um ist. 2, 3 und los geht's. Let's go. Also langsam bin ich mit meiner Geduld echt am Ende. Ich bin am Überlegen, ob ich die Quest jetzt einfach sein lassen soll. Ob es mir egal ist. Weißer Likör war sehr selten. Ich bin wirklich so ein bisschen am Überlegen, weil es reicht mir jetzt langsam. Also, du kannst auch nicht davor speichern, dann buggt sich's. Also, es ist gerade so ein bisschen zu viel. Gargoyle. Ein bisschen zu viel um so eine Nebenquest, wisst ihr? Ich glaube, er hat einen Lazarusstein fallen gelassen. Splitter. Den muss jemand anders tragen. Ja, wir haben den Lazarusstein. Cool. Ja.
Gut, Freunde, gehen wir nochmal hoch. Wir können ja dieses Mal hier speichern. Vielleicht dürfen wir nicht direkt, bevor wir da reingehen, speichern. Könnte ja sein. Ich weiß nicht, was sich das Spiel ausdenkt, Freunde. Aber ich würde mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen, hoffentlich dann wirklich im Kampf gegen die Drachen. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.